Nochmal frutarische Käsenudeln, aber diesmal Low-Fat Cheesy Noodles. Und diesmal sieht das auch ein bisschen kontrastreicher aus von den Farben. Also ist eigentlich schon ganz genial, was ist drin. Ist deutlich verbessert. Ich habe eine Paprika drin, ob rot oder gelb. Also die rote ist eigentlich besser für den Geschmack, die gelbe besser für die Käsefarbe. Man kann auch irgendwie eine Orange nehmen oder halt von beiden etwas. Dann habe ich drin wieder zwei Tomaten, wo ich die Flüssigkeit rausgesogen habe. Oh, Entschuldigung. Da, was habe ich noch drin? Zwei getrocknete Tomaten. Und sonst habe ich. Habe ich da sonst wirklich noch was? Ach ja, klar, die Mango, also eine Mango. Ich habe auch erstmal so ein bisschen mit ein Stück Banane probiert, aber es hat also nicht so gut geschmeckt. Ich werde dann vielleicht auch irgendwann nochmal Ananas probieren oder Orange, aber Mango ist bisher so das Beste. Also Mango, Paprika, getrocknete Tomaten, zwei frische Tomaten und Kokosmehl diesmal statt Kokosmus. Oder statt Kokosflocken. Kokosmus kann man natürlich auch nehmen. Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ich habe erst zu viel genommen. Ich habe echt nicht erwartet, dass das so gut bindend ist. Also das Kokosmehl, das bindet echt hammerstark. Ist ja auch selber kein Wasser mehr drin. Und das ist halt Low Fat. Und dann habe ich halt noch was von den anderen Zutaten nachgegeben. Ja, und das ergibt dann eine Raw Vegan Low Fat Käsenudeln. Bis dann.